Mal ganz kurz, weshalb das Wort Binomialverteilung heißt. Binom, bi heißt zwei. Ich nehme mal einen Kronkorken. Wenn man so ein Ding einfach achtlos wegwirft, liegt das Ding meistens so. Es kann auch umgekehrt liegen, dass das Ding so zu liegen kommt, dass die glatte Seite nach oben ist. Aber das ist relativ selten. Mal ungefähr, wir schätzen mal, wie oft wird das Ding gefährlich liegen, sodass, wenn man reintritt, es wehtut? Ich sage mal 70%, einverstanden? Also sage ich das 0,7-fache. Wird passieren von allen Fällen. Und so ist zwar auch nicht schön, aber wird es die restlichen Fälle liegen. Warum 0,7 und 0,3? Muss eins ergeben, denn auf der Kante wird er nicht liegen bleiben. Das geht nicht. Ne? Also hochstehen geht nicht. Das wäre ein unmögliches Ereignis, nochmal zu. Wenn ich jetzt zweimal werfe, ich werfe den Kronkorken achtlos weg, wird Folgendes passieren. Er wird hier einmal so hinkommen. Jetzt werfe ich nochmal und dann wird es durchaus passieren, dass er nochmal so hinfällt. Das lässt sich durchaus, ne? Aber wir müssen dem anderen ja auch eine Chance geben. Ich werfe nochmal, dann wird er vielleicht wirklich auf 0,3, also auf dieser Seite zu liegen kommen. Ich werfe wieder, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder so zu liegen kommt, relativ hoch. Ich werfe nochmal, oh, er kommt auf diese Art zu liegen. Ich werfe nochmal, nanu, Moment mal, ja, das klappt nochmal, hurra, ich werfe nochmal, also fang wieder von vorne an, er kommt zuerst auf 0,7 zu liegen, ich grinse schon innerlich und er kommt auf 0,3 zu liegen. Wenn ich das mal ordne hier, diese Zahlenreihe, wenn ich das mal einfach ordne, dann kann ich doch sagen, warte mal, das ist 0,7 zum Quadrat. Oh, hier, das hier, oh nee, ein bisschen schicker, mach's mal in blau. Das hier ist 0,3 zum Quadrat. Und hier habe ich jetzt 0,3, warte mal, machen wir es mal so, dunkelgrün, 0,3 mal 0,7, egal wie rum ich es drehe, das ist zweimal 0,3 mal 0,7. Plus und, das habe ich arg geschmiert, hier ein Plus dazwischen gesetzt und jetzt dürfte was auffallen. Das ist mein a² plus 2ab plus b². Naja, und daher kommt das. Denn ich habe zwei Fälle, das kann ich als a plus b in Klammern zum Quadrat zusammenfassen. Zwei Würfe, b, daher kommt das. Eigentlich ganz leicht. Ich kann auch dreimal werfen oder mehrere Male, dann muss ich eben hoch 3 und so weiter schreiben. Dann wird das Ding länger, aber da können wir dann später nochmal drauf kommen. Falls ihr das Wort mal hört, Binom, zwei Namen, ne, zwei Varianten, Binomialverteilung. Wenn ich schmeiße, aber das funktioniert nur, nicht beim allerersten Mal, sondern nur bei Anwendung des Gesetzes der großen Zahl. Nicht vergessen, diese Reihe hier, die wird mir nicht beim ersten Mal gelingen. Das wäre ein super Zufall. Sondern die gelingt mir, indem ich vielleicht 1000 Mal diesen Versuch mache und dann irgendwann kristallisiert sich so eine Verteilung heraus. Diese Verteilung von Ereignissen, die nennt man Binomialverteilung. So, ich schließe dieses Video gleich mal ab.